Hallo und willkommen zur Folge Let's Play Spyro in der Trilogie. Im finalen Teil in der Year of the Dragon sind wir jetzt hier in diesem Bereich. So, wir haben hier unsere 100% in diesem Gebiet. Und dann haben wir hier in der Gartenwelt hier fehlen uns 4%. Das sind hier ein paar Rubine. Und die Bambusstraße, da fehlt uns noch ein Charakter zum Spielen. Und da sind manchmal diese Schilder, wo steht, hier kannst du wiederkommen mit Sparks. Ja? Also wird Sparks auch ein spielbarer Charakter. Und hier ist eine Rakete. Ach, da kommen diese Leute hin dann, ne? Genau. Das ist das Ding, Flieger-Ding, um zurückzufliegen. So. Sammeln wir mal ein. Bis wir hier noch Level finden. Da ist er schon, Level. Ist auch noch ein Level, oh Gott. Finde ich kein Level unter Wasser, oder wie ist das? Ah, ich will nicht so viel auf einmal machen. Oh Leute, da schwimmt was. Kann ich da reinschwimmen? Leute, ich kann hier rein. Jona! Hier rein kann. Du bist ja total kernbehindert. Okay, gibt ganz schön viele Level. Wo kam ich denn? Okay, pass mal, wir machen das so. Wir kamen ja von hier. Looten wir erstmal alles, was so über dem... Ja, über dem Gelände ist so, ne? So, okay, was willst du mir sagen? Hallo, Spyro! Diese... Ja. Okay, Spyro. Guck mal, ich kann mal auch hochklettern. Jetzt auch wieder so ein Sparks-Level. Sturz. Oh, jetzt hier hoch. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Ach, hier sind wir bei der Rakete, so kreisverkehrmäßig. Und hier ist noch ein Ei. Ted!
Okay, da wird auch einer sein. Ein Ei. Von da oben kommen wir dahin. Alles klar, ich habe es verstanden. Och, da. Hallöchen. Hanna. Turmmauer zerbrechen. Das hatten wir ja öfters, man hier irgendwelche Mauern zertrümmern kann. Komm, ich kann ihn freischalten. Ah, die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Woher hast du, Alter? Der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär! Moment mal! Noch einmal mehr? Mindestens. Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Okay. Welcher Boy? Okidoki. Ich würde sagen, joinen wir mal hier den ersten Level. Nee, nicht hier so. Das hier. Reiner. Nach Frostaltäre. Willkommen bei den Frostaltären, Spyro. Im Auftrag der Eisfeen möchte ich dir für die Zeit deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialkraft geben. Okay, ich habe jetzt blaues Feuer. Hat uns zum Schutz vor Rhinoxen ein Laserverteidigungssystem verkauft, aber mit. Ja, der Bär. Der ist so. Okay. Nieder mit dem Feuer. Attacken. Ich führe die ja ein mit meinem Feuer. Ich weiß nicht, ob Feuer wirklich einführen sollte.
ich gehe gleich die Laserschwimmen rein. Ja, dafür brauche ich wahrscheinlich. Justus und ich haben Schneemänner um die Wette gebaut, als die Zauberin sie mit einem Spruch zum Leben erweckte. Seitdem stampfen sie herum, bauen Eiswände und machen je... Alles klar. Schatz da oben ranzukommen, wenn du etwas zum Draufstellen. Freeze, Boy. Stirb. Hallo? So, wartet mal ganz kurz. Ich muss raus. Ich muss mal ganz kurz einen kleinen Cut machen. Ja? Ich bin gleich wieder da. So. Hi Leute, willkommen zurück. Für mich ist jetzt ein bisschen was zu lange. Ich habe währenddessen. Ich weiß nicht, ob ihr mir das angesehen habt, aber ich war voll müde. Ich habe richtig geschlafen jetzt gerade, wie so ein Baby. Ja? So, seit ein bisschen Schlaf bin ich wieder hier. Wo waren wir denn letztes Mal? Wie? Jetzt werden wir mal gucken. Ey. Ich muss mich mal kurz eben sortieren. Wo kamen wir? Nee, ich bin so verpeilt. Okay, den haben wir ja freigeschaltet. Ja. Okay. Naja, ich würde sagen, ich mache doch mal das Level und dann... So, mal gucken. Weil da kann ich dann nicht. Was soll ich denn hier mit schmelzen? Ja, Geldsack. Danke für deine Hilfe, Spyro. Ja, noch. Also, Geldsack, langsam bist du richtig gierig. Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder?
Wie du sicher weißt, geh rein, Spyro. Das soll... Level ist verdammt groß, Leute. War wirklich groß. Oha. Jesper.